Herr Weinberger, was steht auf Ihrem Messestand im Mittelpunkt? Ja, die ganzen technischen Neuheiten. 3 Jahre nach der letzten Marwef-Show sind wir jetzt wieder hier angetreten, um zu zeigen, was sich getan hat. Sowohl Umweltschutz, Sicherheit, aber auch beim Antriebsstrang, weil die Getriebetechnik ist heute eine ganz andere wie vor 3 Jahren. Durch was speziell zeichnen sich diese Produkte besonders aus? Naja, wir haben eigentlich sehr viel erreicht jetzt schon beim Umweltschutz. Ja? Also unsere Fahrzeuge reinigen eigentlich schon die Luft, kann man sagen. Das heißt, in einem stark belasteten Gebiet ist die Luft, die angesaugt wird, unter Umständen mehr von Partikeln und Feinstaub belastet wie die Auspuffgase. Das sieht man zwar hier wenig, aber es lässt sich doch deutlich zeigen, auch mit Messmethoden. Es hat sich viel getan bei der Sicherheit und vor allem auch beim Komfort in der Kabine, bei den Fahrern. Welche Zielgruppe sprechen Sie hier besonders an auf der Messe? Ja, wir haben mehrere Zielgruppen als Nutzfahrzeughersteller. Das ist einerseits der Unternehmer, der Fuhrparkleiter oder auch der Fahrer. Dadurch, dass wir hier aktiv die Fahrzeuge präsentieren, also man kann sie wirklich testen, steht natürlich im Vordergrund der Fahrer, damit er sieht, was sich da getan hat bei der Bedienung, wie die Fahrzeuge sich verhalten beim Bergauf-Bergabfahren, aber auch für den Unternehmer. Wir hatten also jetzt schon Unternehmer auch, die mit ihren Fahrern da sind und das gemeinsam erleben wollen. Ist die Marwef-Show für Sie eine Verkaufsveranstaltung oder hat sie eher repräsentativen Charakter? Naja, das ist beides der Fall, obwohl direkte Abschlüsse auf einer Messe heute nicht mehr so stattfinden wie früher. Aber generell kann man sagen, diese Kundenbindung, diese Pflege, die wir hier machen können, wirkt sich natürlich im Verkauf aus. Werden Sie nächstes Mal wieder dabei sein? Ja, sehr gerne. Also für uns ist das auch vom Rhythmus her passt's, weil es sind doch 3 Jahre und in 3 Jahren tut sich sehr viel technisch und da kann man immer wieder zeigen, wo man steht und auch aktiv zeigen, wo man steht. Danke für das Gespräch. Gerne.